Aloha und willkommen zum Produkt der Woche, beziehungsweise zur Empfehlung der Woche. Da ich nun einiges an meinem Konzept ändern möchte, da ich bereits fast 1000 Abonnenten auf diesem veganen Kanal zusammen habe, möchte ich hier etwas die Qualität der Videos anheben. Falls es einigen aufgefallen ist, ist die Kameraqualität etwas besser. Hier nochmal zum Vergleich die alte Kameraqualität. Das ist die Qualität der anderen Kamera. Meiner Meinung nach auch eine schöne Qualität, aber man kann schon einen deutlichen Unterschied feststellen. Und es kommt ja auf die Feinheiten im Leben an. Da mein Publikum auf diesem Kanal so stark gewachsen ist, möchte ich natürlich auch meinen Kanal darauf anpassen. Das heißt, ich werde natürlich weiterhin Nomnom-Vlogs machen, weil es so vielen Leuten gefällt. Aber die Empfehlung der Woche möchte ich etwas ausweiten. Deswegen nenne ich es auch Empfehlung der Woche und nicht Produkt der Woche. Denn ein Produkt ist ja, vielleicht ein Nahrungsmittel, vielleicht ein Pflegemittel. Aber mit der Empfehlung der Woche möchte ich auch Menschen vorstellen. Ich möchte Organisationen vorstellen, ich möchte andere vegane YouTube-Kanäle vorstellen und weiterhin Nahrungsmittel, Pflegeprodukte und so weiter. Ich habe die zwei letzten Top-Comments nicht vergessen. Käsealternativen und Peter Schwinken wird auf jeden Fall ein Thema sein in den nächsten Folgen. Aber in dieser Folge möchte ich euch erstmal einen Kanal vorstellen, der wirklich sehenswert ist. Mir wurde häufiger gesagt, ich soll mal in den Nomnom-Vlogs kochen und zeigen, wie ich diese ganzen Gerichte mache. Und dafür habe ich wirklich ein Top-Kanal gefunden und den möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Es handelt sich um Mr. Atarak mit seiner Show Kochs Vegan. Er macht regelmäßige Kochvideos und von herzhaft bis süß ist da wirklich alles dabei. Er hat kreative Ideen und setzt sogar die Wünsche seiner Abonnenten um. Ich persönlich bin ein riesen Fan geworden und gucke mir seine Kochvideos regelmäßig an, da er wirklich alles super einfach erklärt und ich finde, es ist einfacher, ein Rezept nach seinen Videos nachzukochen, als durch ein Kochbuch. Es ist wirklich gelungen. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch den Kanal einfach mal und dann könnt ihr auch euer eigenes Bild machen. Ein junger Mann namens Heiner steckt hinter der veganen Webkochshow Kochs Vegan. Neben den vielfältigen und leicht nachzukochenden Gerichten, welche er auf seinem Kanal vorstellt, steht die Kreativität seiner Videos meiner Meinung nach auch absolut im Vordergrund. Sein Videoschnitt sorgt für noch mehr Lebendigkeit in den Videos. Hierbei handelt es sich meist um kleine Details, die meines Erachtens aber deutlich zum Charme seiner Videos beitragen. Kartoffeln, Äpfel und Kokosflocken. Dies trägt beim Aufzählen oder Schnibbeln der Zutaten einfach dazu bei, dass keine Langeweile entsteht und man auch an keiner Stelle im Video das Gefühl hat, weiter skippen zu müssen. Eine wirklich tolle Idee war sein Video zu Topinambur. Hierbei erklärt er zunächst etwas über die Herkunft und Besonderheiten dieser vergessenen Pflanze. Im Anschluss hat der Zuschauer interaktiv die Möglichkeit zu wählen, wie Heiner das Topinambur-Gemüse zubereitet. Hierfür hat er in seinem Video Verlinkungen auf Topf, Pfanne, Pürierstab, Brett und seinem Ofen gesetzt. Ich frage mich jetzt nur, welches Rezept ich euch zeigen soll. Es sind ja eigentlich einige, die ich vorhatte. Und jede einzelne Verlinkung führt zu einem eigenen Video. Okay, ich mache was ganz Leichtes. Einfach eine Topinambur-Pfanne. Und falls es euch neugierig gemacht hat, dann schaut auf jeden Fall sein Video und die verschiedenen Möglichkeiten zur Zubereitung von Topinambur an. Besonders Heiners sympathische und offene Art machen jedes einzelne Video sehenswert. Demnach ist meine klare Empfehlung, abonnieren lohnt sich. Wenn ihr noch andere Rezepte sehen wollt, dann klickt einfach auf den Ofen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ciao, bis zum nächsten Mal. Nicht nur Veganer kommen dank seiner vielen Kochideen auf ihre Kosten. Neben seinem YouTube-Kanal hat Heiner auch eine öffentliche Facebook-Seite und eine eigene Homepage. Und wenn du seinen Kanal jetzt besuchst, dann schreib ihm doch mal einen lieben Gruß von mir, da er von der ganzen Aktion hier nichts weiß. Überraschung! Hier im Bild und natürlich auch in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, der direkt zu seinem Kanal führt. Viel Spaß dort! Ja, das war's soweit für die erste Empfehlung der Woche. Und falls euch das neue Konzept gefällt, würde ich mich wirklich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen, indem ihr mir schreibt, was euch daran gut gefällt und was für Vorschläge ihr natürlich für weitere Folgen habt. Ich werde alle Vorschläge der Kommentare umsetzen und deswegen bitte ich euch darum, beteiligt euch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Empfehlung der Woche wieder dabei bist. Ciao!